Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute geht es um ein Build, den ich persönlich mit am spannendsten finde, weil der komplett neu ist. Da gab es noch nichts vorher vor irgendeiner Season oder so. Der wurde in dieser Season das erste Mal usable, würde ich fast sagen, wegen A, dem Dolmenstein und B, dem Aspekt, dass der Felsbrocken jetzt eine Kernfertigkeit ist. Wobei ich bin mir nicht sicher, ob es den schon vorher gab. Auf jeden Fall diese beiden Sachen, der Aspekt und vor allen Dingen der Dolmenstein machen diesen Build erst möglich. Und es geht um diesen Hurricane Boulder Build, den ich persönlich sehr, sehr cool finde. Das Witzige bei dem Build ist, weil er ja einen Hurricane braucht und den Boulder, könnt ihr weder Werbär noch Werwolf benutzen. Das heißt, ihr lauft hier die ganze Zeit als Mensch rum. Und das seht ihr auch schon im Paragon-Board. Da benutze ich als allererste Paragon-Glyphe die Mensch-Glyphe, die habe ich glaube ich noch nie benutzt. Die ist hier auch noch Level 1, glaube ich. Ich habe allgemein hier im Paragon-Board einiges umgefrickelt und quasi ein bisschen selber ausprobiert. Geist ist klar, braucht ihr für die Crits, weil wir gehen komplett auf Crit und Verwundbarkeit. Und alles andere ist bei mir. Oh, Tektonisch ist auch schon über 15, sehr gut. Übertreffen auf 16. Ausbeuten auf 7. Ausbeuten ist sehr wichtig, damit ihr die Gegner verwundbar macht, 3 Sekunden. Sobald das passiert, wird der Build auch nochmal sehr viel stärker als so, als er jetzt sowieso schon ist. Dazu dann auch unerschrocken für gestellten Schaden und wie gesagt, Mensch. Ihr seht schon, ich habe nur 3 Glyphen auf 15 und gerade die Ausbeuten-Glyphe würde nochmal einen extremen Buff geben. Ihr seht auch gleich warum. Ich hatte überlegt, den auf Überwältigen zu spielen, das geht leider nicht, weil 3 Überwältigungsquellen wegfallen im Vergleich zum Pulverisieren. Wir haben nicht den garantierten Überwältigungshit von Pulverisieren alle 12 Sekunden. Wir haben nicht den garantierten Überwältigungshit von dem Amulett, was ja alle 300 Ressourcen auf jeden Fall überwältigt. Und wenn ihr nicht in der Season spielt, sondern in einer anderen Season oder im Eternal, dann fällt auch diese Überwältigung hier weg. Die habe ich jetzt hier gerade noch drin, aber die würde dann theoretisch auch wegfallen. Deswegen, der Build geht ganz explizit nicht auf Überwältigen. Und ihr seht schon an meinen Stats hier, der Build ist leider noch nicht perfekt gemacht, weil ich habe immer noch einen Überwältigungsschaden von 750, das ist viel zu hoch. Und nur ein Crit-Schaden von Round. Oh, was heißt Round? Nur sind ungefähr 500 alles miteinander zusammen. Aber ihr seht, hier kann auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren. Der Build ist natürlich unten in der Videobeschreibung markiert. Und jetzt zeige ich euch mal, worum es bei dem Build geht. Und zwar zündet ihr Hurricane und dann könnt ihr ganz viele Boulder machen und die fliegen die ganze Zeit um euch rum und ihr lauft jetzt einfach nur noch durch die Gegner durch und drückt gar nichts mehr. Das ist so ein bisschen wie der Kugelblitz-Magier. Nur, dass ihr eine viel, viel höhere Range habt und durch. Also viel mehr Schaden dabei auch rauskommt. Ich spiele hier eine Einhandwaffe plus Totem, um die Abklingzeit richtig schön gering zu halten und nochmal mehr Kostenreduktion und Ressourcenerzeugung dabei zu haben. Würde ich euch auf jeden Fall auch raten. Geht komplett auf Abklingzeit und Ressourcen. Ich spiele den hier mit meinem Uber-Unique. Das war überhaupt der Grund, wieso ich den Build hier spielen wollte. Ich habe hier Ring der sternlosen Nacht, des sternlosen Himmel drin. Den müsst ihr natürlich nicht spielen. Den spiele ich hier nur drin, weil ich ein bisschen flexen will und weil ich den unbedingt benutzen möchte. Hier könnt ihr auch einen ganz normalen anderen nehmen. Ich habe hier schon Umbral drin. Dann könnt ihr hier auf irgendwas anderes gehen. Werde ich im Build aber auch richtig schreiben ohne den Ring des sternlosen Himmels. Wichtig ist halt Crit-Chance, Crit-Schaden, Verwundbarkeit und vielleicht Schaden für Typ Kern. Und ja, das ist der ganze Build. Ich zeige euch den mal gerade gegen den Boss. Das ist ja auch immer noch mal interessant, wie der gegen den Boss performt, weil hier gegen so diese Billo-Gegner ist ja nicht immer so mega interessant. Wir haben auch noch Blutgeheul mit dabei. Das erhöht ja die Crit-Chance. Habe ich das noch drin? Es gibt eine neue Fertigkeit, die könntet ihr auf dem Ring spielen. Es gibt eine Fertigkeit, dass Blutgeheul bis zu 10% eure Crit-Chance erhöht. Ich glaube, 10 oder 6 Sekunden. Die könntet ihr spielen. Und ihr seid natürlich auch nicht darauf geforst, Hurricane zu spielen. Also ihr könntet Bowler theoretisch auch so spielen. Aber mit Hurricane ist natürlich sehr viel cooler, wenn der die ganze Zeit um euch herum fliegt und ihr so die ganze Zeit Schaden macht. So, jetzt versuchen wir nochmal einen Boss zu finden. Ich gehe einfach wieder in Sniper Dungeon Gua-Ruinen. Das war ja gestern beim Kugelblitzmagier oder vorgestern beim Kugelblitzmagier eigentlich auch ganz cool. Mit den Goa-Ruinen. Nochmal zur Erinnerung, Goa-Ruinen. Oh, come on.
Goa-Ruinen könnt ihr einfach durchlaufen ohne Objective. Das heißt, wir rennen jetzt hier einmal ganz schnell zum Boss. Wenn wir dort dann sehen, wie der Build performt. Und nochmal, Leute, überdenkt, ich habe nicht das perfekte Gear und der kann sehr, sehr, sehr viel krasser noch werden. Aber ich meine, ich glaube, man sieht schon ganz geil, worauf der aussieht. Guckt euch mal an, wie viele Boulder da sind. Das kann ich gar nicht auf dem Thumbnail so showcasen, dass man das sieht. Also Elite sind einfach komplett weg. Ihr habt einen Control Break mit irgendeinem Spoilwerk. Ihr habt Blutgeheul, um nochmal Leben und Ressourcen zu bekommen. Und wenn ihr den Aspekt spielt, anstatt den Ring, nochmal Crit-Chance. Also sehr geil. Und so, jetzt sind wir schon mal ein Boss. Und da bin ich selber auch ein bisschen gespannt, weil ich habe bisher immer nur Warschauen und Warschauen zieht immer Ressourcen ab. Das ist immer ein bisschen nervig. Ups, ich habe vergessen, Hurricane zu spielen. Sehr gut. Und Windschere ist natürlich dabei, weil das die Gegner nochmal verwundbar macht. Ne? So, jetzt bin ich drin. Man sieht, es fehlt noch ein kleines bisschen Schaden, gebe ich zu. Das kommt aber ganz doll, wenn ihr den Bild besser habt. Man könnte auch überlegen, ob man eine Zweihandwaffe spielt und nicht die beiden einzeln. Dann fehlt euch aber hier die Abklingzeit. Ich würde schon Totem und einen kleinen spielen. Ansonsten, Schaden könnt ihr natürlich auf jeden Fall noch hochhauen. Also meine Handschuhe, ihr seht schon, können auf jeden Fall besser sein. Schaden gegen verletzte Gegner bringt gar nichts und Abklingzeiten für Fertigkeiten des Typ Sturm ist ganz cool für den Hurricane, aber da könnte man natürlich auch nochmal auf Schaden gehen. Seelenbrand müsstet ihr auch nicht spielen, ihr könntet auch hier nochmal mehr auf Schaden gehen. Ich spiele einen normalen Helm, weil weder Sturmgebrüll noch Vasiles Gebet bringt uns hier irgendeinen Benefit und ihr habt da das Überwältigen drauf, was wir ja nicht wollen. Dolmenstone, ganz wichtig. Ein Ring könntet ihr natürlich auch Max Life wegmachen, Ressourcenerzeugung wegmachen und nochmal mehr auf Crit-Schaden und Verwundbarkeit gehen. Also ihr seht, der Bild hat noch ganz viel Potenzial. Geistersegen habe ich wie immer reduzierten Schaden gegen Elite-Gegner, Crit-Chance. Und dann noch hier den Glückstreffer, dass er noch mehr Geisteskraft bekommt bei einem Treffer. Ah, dann haben wir hier nochmal den Überwältigungsdrin. Den könntet ihr aber auch rausnehmen, wenn ihr gar nicht auf Überwältigung gehen wollt. Und hier nochmal Naturfertigkeit verfügbar, eine Chance, die ultimative Fertigkeit zu reduzieren. Als Ult benutze ich übrigens hier Versteinern. Ist eigentlich ganz cool, vor allen Dingen, was das Ressourcenmanagement wieder angeht. Schreibt mal gerne eure Meinung zu dem Bild rein, was für ein Potenzial hier drin steckt. Ich glaube nicht, dass der rankommt an Kugelblitzmagier oder an meinem pulverisierenden Überwältigungsbild, wo ich ja 10 Millionen gemacht habe am Ende. Aber ich denke, ist einfach mal eine witzige andere Möglichkeit, vor allen Dingen Hurricane und auch Boulder zu spielen. Und auch mal ein bisschen was anderes. Wenn man jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit Kugelblitz spielen will, sondern mal was ausprobieren möchte, dann kann man hiermit auf jeden Fall viel Fun haben. Bin ich early. Spielt das auf jeden Fall. Wenn ihr die Glyphen hoch habt und Verwundbarkeit und so. Und ihr seht ja, ne, also der Schaden kommt ja trotzdem durch. Gegen Bosse könnte es ein bisschen mehr sein. Und ja, schreibt mir unten in die Kommentare, wie ihr den Bild findet. Ich finde ihn eigentlich ganz cool. Ich spiele ihn ganz gerne. Ich werde ihn auch ein bisschen mehr benutzen und noch die Glyphen hochleveln für den Bild, um den richtig auf Vordermann zu bringen. Wenn mir noch irgendwelche Sachen einfallen, die wir ändern können oder ihr gute Vorschläge in den Kommentaren habt, werde ich das auch im Bild unten abändern. Und ganz wichtiger Announcer noch zum Clan. Ganz viele Leute wollen aktuell in den Clan. Wir arbeiten gerade an einer Lösung, dass der Clan wieder mehr Platz hat. Es wird jetzt so sein, dass wir Leute, die längere Zeit nicht online waren, aus dem Clan werfen. Das müssen wir leider machen, weil wir auf 150 begrenzt sind und viele aktive Leute in den Clan wollen. Das Ganze wird so sein, dass ihr entweder zu irgendeiner Zeit online seid. Ich werde in den Clan gehen. Das können wir gerade mal zusammen machen, damit ihr genau wisst, wieso ihr vielleicht rausgeschmissen wurdet. Und zwar gehe ich hier in die Übersicht und alle Mitglieder sind safe und alle Rekruten sind nicht safe. Und sobald ich hier einen Rekruten online sehe, werde ich den befördern. Und das bedeutet für mich, okay, der war die letzten 7 Tage online. Hier ist noch ein Rekrut, den werde ich befördern. Aber wir haben ganz viele Rekruten, die halt schon lange nicht mehr online waren. Und so werden wir die nächsten Tage immer weiter befördern.
Und wenn wir mit den ganzen Befördern durch sind, dann werden die Leute hier rausgeschmissen. Solltet ihr dabei sein und wurde fälschlicherweise rausgeschmissen, dann fragt einfach wieder an, kommt in den Discord oder schreibt mir auf Insta, auf YouTube, irgendwo und ihr kommt wieder rein oder gerne den Mods. Das ist gar kein Problem. Und da werden wir in nächster Zeit auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Platz haben, so dass die Beitrittsanfragen wieder angenommen werden können. Und dass ihr da auf den Laufenden seid. Und jetzt würde ich mich sehr über ein Follow freuen, sehr über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.